Teil des Let's Plays Day of Tentakel. Jawohl, jetzt gehen wir zurück zum den Toiletten oder zu den Toiletten. Ja, ein Kumquatbaum. Den malen wir jetzt mal rot an. Und was passiert aus einem Kumquatbaum, den man rot anmalt? Genau. Es wird... Nein, kein Kumquatbaum, der rot angemalt ist. Nein, ein Kirschbaum. Genau, und wenn ihr mal schaut, das kann ich euch hier nochmal gut zeigen, Laverne, die hängt nämlich im Prinzip vor dem Haus, das hat man ja gesehen im Hintergrund, an einem Baum, einen relativ großen Baum. 200 Jahre hängen wir in der Zukunft, zur Gegenwart plus 200 Jahre, das heißt 400 Jahre sind die beiden jetzt auseinander und in 400 Jahren ist dieser Baum, ja, müsste eigentlich, naja, okay, reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall hängt Laverne in der Zukunft an diesem Baum dran. Und den gilt es nun wegzubekommen. Oh, okay. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Ja, das wird sie machen. Jetzt gehen wir zurück zu George Washington. Der muss uns ein klein wenig helfen. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Wahnsinn. Na klar. Ja, und was haben wir denn hier sofort? Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh! Du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Ja, ein Kumquatbaum als Kirschbaum getarnt. Zack, so schnell geht's. Ich sagte, komm da sofort runter. Versuch es zu verstehen. Ich stecke hier fest in diesem. Und weg ist er. Oh, das tut weh. Ob die mal mit Kopfschmerzen aufwacht? Voila. Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. Ah, ein ganzer Kerl dank Schappi. Und da haben wir auch schon Laverne. Lasst mich kurz überlegen. Ah, ich muss mal das Mikro ein wenig zurechtrücken. So, das ist besser. Da gehen wir später hin. Wir gehen erstmal wieder zu Bernhard. Ach ja, der steht ja immer noch hier unten. Dr. Fred trinkt seinen Kaffee. Ja, dann müssen wir... Gehen wir erstmal hier hinten. Gehen wir hier mal andersrum. Einmal systematisch durcharbeiten. So, was mir auffällt, das Spiel hat schon lange nicht mehr gehangen. Es wird mal wieder Zeit. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Ja, und da sieht man auch, was aus berühmten Leuten wird. Sie werden Scherzartikelverkäufer. Gut. Ja, oh, es hängt! Es wurde mal wieder... Gut, wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Dante Alighieri? Oh wei. Nette Zigarren, wo sind denn alle hin? Gut. Ich muss gehen. Wiedersehen, Sohn. Nichts Interessantes jetzt hier zu holen. Wir brauchen erstmal unsere Klapperzähne. Zap, 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 zap. Denen haben wir nämlich eine Falle gestellt. Zack. Und schon können wir sie nehmen. Dann gehen wir nach hinten und holen uns erstmal ein wenig Kaffee.
Einmal den entkoffinierten und einmal den koffinierten Kaffee. Sagt man koffinierten Kaffee? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir machen weiter. Dann haben wir hier einen Trichter. So, wie in der Vergangenheit können wir auch hier den Kamin benutzen. Ja, ein wenig eleganter als Hogi. Dann gehen wir jetzt von oben nach unten. Hier ist überall nichts zu holen. Das kleine Mafia-Zimmer. Gehen wir nach rechts. Ja. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Hm, da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Ja, wenn ihr es kennt, die Stimme, Little Britain, ist mir so gerade aufgefallen. Ein kleiner Scherz am Rande. Was machst du so den ganzen Tag? Sorg dich nicht um mich. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Ja, er war halt damals im ersten Teil sehr aufgebracht immer und hatte halt ziemlich schnell die Fassung verloren. Habe ich die schon? Nein, habe ich noch nicht. Wo kriege ich die denn her? Egal. Ja, was auch sehr lustig ist, an diesem Computer. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Genau, das soll ein alter C64 sein und es ist sehr lustig, es ist ein Spiel in einem Spiel. Hier kann man tatsächlich den ersten Teil spielen, also Maniac Mason, im Prinzip als komplette Vollversion, aber das wollen wir nicht, denn wir sind im Let's Play Day of Tentacle und nicht von Maniac Mason. So, da sind wir in dem Raum angelangt. Erinnert ihr euch noch an die Statue? Jetzt werde ich euch zeigen, wofür wir die brauchen. Wie sagt man so schön, wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Ja, genau. Hätten wir die Statue nämlich nicht ausgetauscht, wäre der Arm auf der anderen Seite. Und so hätte die sich jetzt im Rausfahren, sage ich jetzt mal, an der Statue festgehalten und wäre wieder zurückgekommen und hätte uns dann, ja, an die Wand geschmissen. Und das wäre dann nicht gut gewesen. Das wäre erstmal alles hier. Zu dem Raum kommen wir später. Wieder eine Etage runter. Gehen wir jetzt mal hier rein. Und wen finden wir dort? Grün! Ja. Bernard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Oh wei. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernard? Bis später. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Ja, der armlose Grün, der Briefe schreiben kann. Die brauchen wir. Eine schöne alte VHS-Kassette. Dann drücken wir die Lautsprecher mal um. Zack. Ja, und wir benutzen die Anlage. Oh. Wow, das ist laut. So sieht's aus. Oh. Das war noch Soundklänge, meine Freunde. Moment, wie mache ich das denn jetzt wieder aus? Nochmal benutze. Hui! Ah, genau. Hui, hui, hui. Hui ist ein gutes Stichwort. Das sagt mir nämlich, dass unsere Zeit schon wieder rum ist. 10 Minuten. Ich werde wieder schnibbeln. Wir sehen uns im nächsten Teil. NRW 18. Adieu.